Karl. Die Partisanen haben uns einen Gefallen getan. Was meinen Sie? Kessler. Er hat Sophia verraten, dass ihr Vater noch am Leben ist und irgendwo in Giovi Fiorini verhört wird. Rotbauer. So ist es. Diese Ablenkung war nötig. Wir wissen, dass Rotbauer und Böhm sich vor einer Woche trafen. Rotbauer ist Böhms Vertrauter. Hochrangige Nazis packen nicht aus. Sie schlucken lieber Cyanid. Rotbauer ist ein kleiner Fisch. Wir brauchen dringend Beweise für Böhms Plan. Was ist passiert? Sie hat die anderen mitgenommen. Allesamt. 15 Kilometer von hier gibt es einen Verhörblock. Wegen dem, was Kessler ihr sagte. Ihr Vater, Karl. Laut Kesslers Aussage lebt ihr Vater noch. Wo ist dieser Verhörblock? In Giovi Fiorini. Nordöstlich von hier. Karl, was man unseren Leuten dort angetan hat, ist unvorstellbar. Wieso hat sie Kessler geglaubt? Die Details. Er wusste zu viel über die Entführung ihres Vaters. Und... Was? Sophia traut weder ihnen noch Weaver. Sie denkt, sie haben sie betrogen. Genau wie das OSS ihren Vater. Weil es weder die Entführung verhindert, noch die Rettung eingeleitet hat. Ganz genau. Was für ein Gestank. Ist das Ihre Art der Verhörmethode? Ach, man muss kein Genie sein, um zu wissen, wer den Krieg gewinnen wird. Sie sind sich wohl sehr sicher. Selbstverständlich. Ich bin ein Unikum. Ich bin für alle Seiten von gleich hohem Wert. Und somit bin ich unantastbar. Sie verschweigen uns irgendetwas. Äußerst scharfsinnig, Lieutenant. Ich sterbe. Meine Leber ist... kaputt. Ich erlebe wohl weder Weihnachten noch das Kriegsende. Erwarten Sie jetzt Mitleid? Wird Ihnen jetzt klar, warum es so leicht war, mich zu entführen? Sophias Vater... ist seit Monaten tot. Sie haben uns reingelegt. Dorfmann hat uns reingelegt. Oh, all diese Mühe. Und dabei nutze ich weder Ihnen etwas, noch dem Vaterland. Ich bin, wie sagt man noch gleich, ein Windei. Rotfuchs an Mutterhenne. Rotfuchs an Mutterhenne. Wird gemacht, Rotfuchs. Fangen Sie den Transporter mit feindlichen Propagandaschriften ab. Ende. Hab verstanden. Ende. Hallo und willkommen zurück zu Sniper Elite 4. Und wir sind auf dem Weg, den Vater von Sophia zu finden. Also so habe ich das auf jeden Fall verstanden. Töte Rotbauer. Ach, wir müssen Rotbauer töten, okay. Und finde heraus, wo Rotbauer... Nee, was er versteckt. Und töte den Scharfschützen. Okay, wir sollen erstmal jemanden töten. Ja, dann gehen wir doch direkt dahin. Ich habe nämlich keine Lust, irgendwie fünfmal... woanders hinzugehen. Deswegen direkt dort lang. Das ist, glaube ich, auch das vorletzte Level. Habe ich mal so gehört. So. Meine Sweet Potatoes. Jetzt kapiert. Habe ich scheigedämpfte Munition? Nö. So, kurz mal einstellen, meine Sniper wieder. Ohne ihn, warte. Nicht benutzen. Wer sieht mich schon wieder? How? Sophie. Can you see me? Ach, Junge. Es beginnt schon wieder. Ihr merkt, ich bin komplett kaputt. Und das werde ich auch wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit sein. Jetzt muss Rotbauer
Weavers Villa sein. Na, endlich. Ich sitze ja auch genau auf dem Präsentierteller. What the? Hä? Wie haben die anderen das jetzt mitbekommen? Der hätte schon bevor er geschossen hat, haben alle schon Alarm geschlagen. Ja, renn schön weg. Ich folge dir mal, wie das aussieht. Na moin, was geht? Stech dich mal ab. Oder ich brech dir den ganzen Rücken. So ist es vielleicht auch besser. Ach, hier gibt's einen Geheimgang. Obwohl, so geheim war das jetzt nicht. Biss dich mal. Hör auf, hier Wein zu trinken. Das ist nämlich meine. So. Gut, hier lang. Oh mein Gott, ich habe irgendwie Angst, dass hinter mir gleich einer kommt. Alles gut. Fuck, wir sind im Gebäude. Oh, hi. Na, was geht ab? Tschüss. Gut, sind wir auch im ersten Stock. Stirb! Und hier ist gleich Rotbauer. Wieso sind die so einfach zu killen? Das tut jetzt für mich, also das tut für dich jetzt mir leid. Das ist auch so, das ist nur eine Pistole, aber ohne Schalldämpfer. Deswegen nehme ich das lieber nicht. Boah, ich muss aber auch echt aufpassen, weil hier... Wenn wir einmal hier Alarm schlagen, dann sind direkt Panzer und sowas am Start. Gott, ich muss hier lang. Also markiere ich das mal. Finde heraus, was Rotbauer versteckt. Ja, wir könnten das Level eigentlich direkt durchrushen. War ganz ehrlich, ich habe irgendwie auf dieses Level so gar keinen Bock. Vor allem, weil es wieder Nacht ist. Deswegen rushen wir das so durch. Ich dachte ja auch, wir kommen direkt zum Finale, wollen Böhm killen. Der Böhm, der kleine Blödmann. Haben wir jetzt auch herausgefunden, dass unser Informant uns belogen hat. Die ganzen Informationen, die waren falsch. Also, nicht alle. Stich ihn ab! Junge. Der war doch in irgendeinem Dodo, dass der solche Moves machen kann. Okay. Oben auf der Brücke da ist noch nicht geklärt. Da muss man aufpassen. Heute wird keine Sniper benutzt. Bleib zu Hause. Okay, nee, wir könnten den eigentlich easy töten. Wie? Hä? Ich versteh's immer noch nicht. Oh, 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 oh. Jetzt können wir weiter. Oh, voll auf den Rücken. Wer hat mich gerade gesehen? Schnell hier weg. Hat da immer noch zu einfach. Ich sehe da oben einen. Ich hätte halt gerne so ein Jagdgewehr. Also was nicht in so einer hohen Distanz ist, sondern so mittlere.
Ich bin in Deckung, was will er denn? Könnte das Teil zwar auch sprengen, aber ja. Hat er doch was ge- Nein, hast du nicht. So, ich dachte, das wäre irgend so ein Bug gewesen. Aber eigentlich kann der gar nicht kaputt sein. Aber okay. Wir können gleich hier irgendwo rauf. Warte mal. Ja, hier rauf. Hallo? Wieso geht das hier nicht? Dann halt außen rum. Wie unnötig. So, jetzt. Und keiner hat mich bemerkt. Boah, wir könnten heute die ganze Folge nur lautlos gehen. Obwohl jetzt hier Feinde kommen, die hier schon mit was beschäftigt sind. Wenn ich mich da einmische, ich weiß ja nicht, ob das so gut läuft. Versuchen wir uns einfach da durchzuschleichen. Durch das Getümmel hier. Rotbauer hat Beweise zu Böhms Plänen. Die muss ich haben. Erstmal müssen wir hier durch. Ich könnte bleiben und den Partisanen helfen. Oder die Verwirrung ausnutzen. Ja, wir nutzen lieber die Verwirrung. Oh ja, ich kann hier rauf. Dann spare ich mir das ganze Rumgeschleiche. Ich mache das heute richtig taktisch, Alter. Nichts mit hier, nur noch ballern, 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 Sniper-Schuss, das wohl da laut ist, sondern wir schleichen einfach. Da können wir ganz entspannt rennen. Ich dachte, hier sind die Partisanen. Okay, nur einer. Okay, was muss man denn suchen? Hallo, bitte gib mir die Antwort. Was muss ich hier suchen? Finde heraus, was Rotbauer versteckt. Wie weit denn? Hier dann. 30 Meter. Geh mal in Deckung. Komm her. Da war doch ein Geräusch. Da war doch ein Geräusch. Klappe halten. So. Den aus dem Weg geräumt. Gesichert. Gesichert. Jawohl, perfekt. So. Jetzt in Deckung gehen. Immer alles mitnehmen. 3, 2, 1. Ja, okay, dann geht's. Böhms Siegel. Da bin ich wohl auf Gold gestoßen. Kann ich jetzt weg? Ach nee, ich muss erstmal hier noch das machen. Töte den Scharfschützen. Jetzt muss ich nur unseren Scharfschützen töten. Wieso ist der so wichtig? Okay, wenn's sein muss. Ich muss erstmal hier rauskommen. Weg hier. So, hier komme ich raus. Jawohl. Ihr macht das schon, ihr Partisanen. Ihr schafft das. Daran glaube ich. Nein, 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 ihr seht mich nicht. Gut, er ist down. Und der hier auch gleich. Jawohl. So, 115 Meter. Keine Ahnung, wie die das von hier aus bemerkt haben. Der Scharfschütze. Ich muss eine Position finden, die ein bisschen weiter außen ist. So, ich weiß nicht. Da. Irgendwo da oben ist der. Ich kann aber noch nichts sehen. Deswegen kann ich da irgendwie auf die Dächer. Das wäre natürlich
Legendenstatus. Gott, die beiden kurz ausgeschaltet. Oh, es ruckelt leicht. Ist noch einer. Bisher habe ich noch einmal mein Scharfschützengewehr benutzt. Vielleicht bleibt das so lang. Kann ich darauf? Nee, kann ich nicht. Muss da rein. Ja, alles. Scheiße, da war eine Sprengfalle. Shit. Gut, ja, Spiel. Ich hab's jetzt verstanden, ich war blöd. Da. Kann ich auch außen rum lang? Ich muss sie sprengen lassen. Au. Die hat mich hart verletzt. Schnell im Medipack. Gesichert. Ach, da ist noch eine. Ich Idiot. Ich renne aber auch in jede Falle rein. Am besten wir sichern erstmal hier den Umfeld. Seinen Arsch abschießen und dann Stich. Perfekt. Okay, und der eine ist wahrscheinlich oben. Oh, so kann ich mir das denken. Sein Werk ist überall zu sehen. Ich kann halt nicht, wenn wir außen rumgehen. Ja, jetzt hast du mich anvisiert. Viel zu spät. Ich werde trotzdem reingehen. Oh. Diesmal gehe ich hier lang. Ah! Eine Trapline. Nein, nicht mit mir. Hä? Ja, jetzt auf einmal. So, kurz aufpassen. Da ist noch eine Stufe höher. Aber wir müssen auf Traplines aufpassen. Gut, ich sehe gerade keine. Also alles in Ordnung. Dann rauf jetzt hier. Na, kletter. Ah! Nicht kommen gesehen. Wir haben es geschafft. Jawohl. Nur noch den Typen hier nebenan killen. Ach nee, der ist da drinnen. Keine Ahnung. Der zeigt sich auch nicht, oder? Ich habe ihn ja kurz gesehen. Da ist er doch. Ich snipe den einfach. So. Fertig. Und jetzt runter hier. Wir haben es geschafft. Das war irgendwie die schnellste Runde, die ich gemacht habe. Na, hier kam die krasse Schlacht. Und weg hier, schnell. Ein Blutbad. Giovi Fiorini. Dieser Name wird für immer an das Massaker an den Partisanen von Alagra erinnern. Tapfer kämpften sie gegen die Kriegsmaschinerie der Nazis, hatten aber keine Chance. Ohne es zu wissen, sind sie direkt in die Falle getappt. Ich konnte Sophia, den Engel, nirgendwo entdecken. Viele der Leichen waren bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Die Partisanen starben jedoch nicht umsonst. Durch ihr Opfer gelangten wir an die Informationen, die wir benötigten. Böhm weiß von der Operation Avalanche, dem Plan einer alliierten Festlandinvasion. Ein Angriff auf die Flotte wäre eine Katastrophe. Die Schlinge der Nazis um Europa würde sich noch fester zuziehen und es erdrücken. Da wäre noch etwas.
Etwas Lebenswichtiges. Die USS Anchon ist das Kommandoschiff der Operation Avalanche. Das bedeutet, Hauptziel ist der oberste Kriegsherr der Alliierten. Böhm will General Eisenhower töten. Gestartet wird der Angriff von einer Nazi-Basis in den Bergen um Malagra. Ohne die Partisanen sind die Nellys Gangster die einzigen, denen es möglich ist, mir eine sichere Passage durch die Berge garantieren zu können. Weaver bereitet eine Bombardierung vor, aber es ist an mir, sie einzuleiten. Vielleicht finde ich ein paar Informationen zu den Plänen der Deutschen für ihr neues Spielzeug und kann dafür sorgen, dass sie es abschreiben müssen. Letzten Endes läuft es hierauf hinaus. Ich muss die Raketen aufhalten.